Heute gibt es eine Folge, eine neue Folge Market Watch mit Fokus auf Age of Overlord, das neue Hauptset, plus das kommt das YCS in Indianapolis, was wir letztes Wochenende hatten. Also seid gespannt. So Leute, wir sind wieder da. Wir fangen einfach mal direkt an. Wir wollen heute einfach ein paar Karten angucken aus dem Set. Erstmal Age of Overlord, wie die Preise sind, ob die gestiegen sind, gefallen sind und so weiter. Und dann schauen wir uns ein paar Karten an von den Top-Decks, nämlich den Rescue Ace plus Tier-Element, was wir halt in Top-Cut in YCS Indianapolis hatten. Und ja, schauen wir uns mal einfach, wie die Preise sind. Ich würde sagen, let's go. Als erste haben wir die Karte SP Little Knight in Quarter Century Secret Rare. Was soll man dazu sagen? Wir haben das auch mit Yami Chris, haben wir auch in unserer Podcast darüber geredet. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall, oder gehört habt, könnt ihr es gerne angucken oder auf Spotify hören, dass diese Karte wird eine 500-Euro-Karte. Und ja, wir sehen das hier. Es sind erste Kopie in Deutsch, ist das für 489,99 €. Und danach ist es halt quasi 500 €. Und ja, was soll man sagen? Die Karte ist insane gut. Die Karte ist krass. Ist eine heftige, generische Karte, ist das. Und der sieht auch noch dazu super schön aus. Und ja, in Quarter Century Secret Rare. Ich hatte ja das Glück gehabt, eine Kopie davon zu ziehen tatsächlich, und als ich das gezogen habe, war 350 € und jetzt ist es einfach 500 € geworden. Das ist schon echt krass, weil wir haben nur noch 35 Flüger Artikel überhaupt im Market oder auf Market. Das ist schon krass. So, machen wir weiter mit Gesuch, sündhafte Beutensucherin. Also das ist der Diabelster Spec Quickspell und die Karte ist auch sehr, sehr, sehr stark. Und Quarter Century Secret Rare, 130 €, erste Kopie. Wenn man ein Playset haben will, ist es halt 150 €. Und man muss auch sagen, das sind nur 50 verfügbare Artikel auf dem Markt. Das ist halt auch sehr, sehr, sehr wenig. Und das dementsprechend ist halt preisteuer. Dann haben wir die Anti-Sois. Nämlich den Super Sternenschlechter TY oder Typhoon Himmelkrise Quarter Century Secret Rare. Und ja, die Karte geht 100 €. Ich weiß immer noch nicht, wie gut die Karte ist, weil so viel von dieser Karte haben wir echt tatsächlich nicht gesehen. Deswegen bin ich halt sehr, sehr gespannt, wie sich diese Karte entwickelt. Aber 100 € für eine Quarter Century ist eigentlich ganz, ganz gut. Das ist halt wirklich nicht so teuer. So, machen wir weiter mit Quarter Century Diabelza, die schwarze Hexe. Super, super schöne Karte und kostet jetzt zurzeit Einzelkopie für 88 € und das erste Playset. Ja, deutsche Playset gibt es eigentlich gar nicht. Das heißt, wenn man das haben möchte, dann muss man dreimal für 90 € ungefähr kaufen. Und ja, schon krass, da sind ja auch nur 138 Artikel sind insgesamt verfügbar. Und ja, deswegen, also Playset gibt's nicht, sonst 90 € um den Dreh kostet die Karte. So, jetzt kommen wir zu SP Little Knight in Secret Rare. Wir haben schon lange nicht mehr ein Set gehabt, wo so ein tolles Secret Rare drin war, nämlich jetzt bei 73 € oder fast 74 € sagen wir mal. Und ja, das ist halt, wie gesagt, habe ich schon bereits gesagt, die Karte ist halt übertrieben stark, sehr gut und in jedem Deck gefühlt spielbar. Und deswegen ist es natürlich auch so teuer für ein Secret Rare. Das heißt, mit dem Secret Rare kannst du eigentlich dein komplettes Geld wirklich rausholen, was eigentlich sehr, sehr cool ist. So, machen wir weiter mit Amset, Ehre der Uhurus in Quarter Century Secret Rare für 65 €, als erste Playset für 67 €. Und ja, ich bin halt immer noch nicht davon überzeugt, ob die Horus gerade wirklich die Gosen oder die Gusen für Tier-Element. Und ich glaube, man muss für die Karten eigentlich anderweitig eine Funktion finden, womit man das spielen kann. Ich glaube, Tier-Element ist das auf jeden Fall nicht. Arias, die Labyrinth Blutbutlerin, in Quarter Century Secret Rare. Obwohl die Karte sehr, sehr krass ist, hat trotzdem Labyrinth nicht so gut performt auf der YCS in Indianapolis. Und jetzt kostet halt eine Kopie davon fast 58 € und das erste Playset, wenn man drei davon spielt, ich bin mir nicht sicher, ob man überhaupt drei davon spielt, kostet 63 €. Also für eine Kopie geht voll klar, fast 50 €. Bisschen mehr als 50 €, das kann man auf jeden Fall für so eine schöne Quarter Century Secret Rare geht eigentlich voll klar. So, machen wir weiter. Sarkophag des Königs, das ist ja die Spellkarte für Horus-Karten ist das. Und dafür spielt man ja auch eigentlich drei und das erste Playset kostet, es gibt kein Playset, alles klar. Einzelkopie kostet 54,89 €, also fast 55 € pro Stück ist das, wenn man drei davon kauft.
Und ja, es ist halt immer noch, wie ich schon gesagt habe, man muss halt eine andere Funktion für diese Engine finden. Ich glaube, das im Tier-Limit ist es wirklich nicht. Ja, dann haben wir die Secret-Rare-Version von den Wanted. Kostet auch 50 Euro, beziehungsweise das erste Playset 52 Euro kostet das. Und ja, die Karte ist halt insane gut. Das ist auch eine sehr teure Secret-Rare-Karte. Das heißt, es gibt wirklich zwei Secret-Rare-Karten, die du fast dein ganzes Geld, was du für das Display ausgeben hast, kannst du wirklich damit rausholen, was ich halt sehr, sehr cool finde. Als nächstes haben wir den neuen Vanguard Soul in Quadratmanager Secret-Rare für 41 Euro. Ich weiß nicht, wie gut die Karte ist, aber ich glaube, die wird trotzdem in Vanguard Soul gespielt. Und für 41 Euro kann man echt nicht meckern. Dann haben wir hier den Visa Samsara. Visa Samsara ist auch eine sehr, sehr gute Karte. Ich weiß nicht, wie gut einsetzbar ist die Karte, weil ich mich mit dem Deckthema gar nicht befasse. Und ja, eine Kopie kostet halt 41 Euro fast, oder das erste Playset kostet dann 80 Euro für dabei Quarters und Tree Visa Samsara. Gehen wir weiter, Manadium, das neue Manadium-Monster kostet dann 36,50 im Quarter Century Secret Rare. Dann haben wir den Ehre des Horus, also Amset, als normales Secret Rare, was eigentlich im Preset für 54 Euro ging. Jetzt ist das halt nur noch auf 29 Euro oder besser gesagt das erste Playset für 29,75. 29,30 kriegt man die auf jeden Fall, was in Ordnung ist, aber ich glaube, ich bin der Meinung, dass es wahrscheinlich noch weiter ein bisschen sinken wird, die Karte, weil es gerade einfach nicht so viel Play sieht. Dann haben wir Diabelsa, Diabelsa ist eine sehr gute Karte, 23,80 für ein Playset oder 23 Euro für eine Einzelkopie, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Dann haben wir den der Bruder von Zeus, dann haben wir den für 17,25, auch eine gute Ultra Rare, 17 Euro Ultra Rare ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Dann haben wir den Arius, den Labyrinth Butler für 10er in Secret Rare. Und dann haben wir den Visa Samsara für 12,20 bis 12,28 pro Kopie für ein Playset, was auch okay ist für ein Secret Rare Hauptset, während wir halt zwei haben, die für 70 und 50 gehen. Das ist eigentlich völlig in Ordnung. Ganz kurz, Leute, bevor wir mit dem Video weitermachen, mehr als 80% von euch gucken sich meine Videos an, aber haben noch nicht abonniert. Das Ganze kostet ja wirklich nichts. Das ist einfach nur ein Klick, was ihr macht. Aber dafür hilft ihr mir und dadurch auch, wenn ihr bei anderen Creator genau das gleiche macht, hilft ihr uns insgesamt als Community zu wachsen und einfach groß zu werden. Also würde mich sehr, sehr freuen, wenn es meine Videos eh gefallen und du dir das Ganze anguckst, einfach mal auf den Abo-Button drücken und dann einfach das Video ab jetzt einfach als Abonnent anschauen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Also viel Spaß bei dem Video. Und dann haben wir den Sarkophag für 5 Euro das Stück in Ultra Rare. Die war auch im Preset für 30 Euro. Das ist echt krass doll runtergefallen. Und für ein Playset zahlt man halt fast 6 Euro. Was auch immer noch gut ist, weil wenn diese Engine halt wirklich Play sieht, können die Karten wirklich sehr teuer werden. So, dann haben wir auch als letzte, ich glaube für Age of Overlord, haben wir hier der Bossmonster von Snake Eyes. Auch ein sehr, sehr interessantes Deckthema ist das. Muss man halt gucken. Ich glaube, die brauchen noch einmal einen Support, brauchen die. Oder man kann das vielleicht mit Diabelsa zusammen spielen. Ich habe hier Deck, bin ich gerade am Bauen, tatsächlich mit dem Snake Eyes, um gucken, ob das hinhaut. Ja, kostet 3 Euro Kopie. Man braucht 2 Stück im Deck eigentlich davon. Und ja, ist auch gut runtergedroppt, wenn man nur sieht, dass im Presale oder bis vor ein paar Tagen für eine Woche um die 10-12 Euro war. Jetzt ist es halt nur noch 3 Euro. So, dann kommen wir dem Vanguard Soul. Monster ist auch 80 Cent. So, dann haben wir erstmal den Urplan der Perlino. Kostet halt für, das wundert mich halt, man sieht einen leichten Anstieg hier im Graph, aber es ist immer noch so um die 34-35 Euro für ein Playset zahlt man, was völlig in Ordnung ist, finde ich, vom Preis her, aber die Leute haben auch natürlich Angst, dass jede Zeit ein Reprint von dieser Karte kommt, weil wir nicht Power of the Elements überhaupt einen Reprint im Tin hatten. Deswegen, die Leute haben auch irgendwie so, okay, mache ich das, kaufe ich das, oder warte ich auf einen Reprint, aber ich finde, für das Potenzial, was das Deck hat, ist die Karte halt wirklich ein fairer Preis. Ist das dafür. So, dann haben wir natürlich YCS-Gewinner, den Rettung Ass Hydrant, also Rescue Ace Hydrant, kostet jetzt als Playset 45 Euro das Stück für eine Ultra Rare, wohlgemerkt, das ist eine Ultra Rare, ist kein Secret Rare, und das ist halt sehr, sehr teuer, das hat auch gestiegen wie sonst was, und in
Collector's Rare kostet das dann 72 Euro das Stück für ein Playset. Obwohl, warte, ich muss einmal hier nochmal den Ding setzen. Und erstes Playset in Deutschland. Wir haben gar kein Playset in Deutschland tatsächlich in Deutsch. Das ist krass. Aber um die, ja, 75 Euro zahlt man für eine Karte. Das ist halt sehr, sehr krass. Dann als nächstes haben wir auch noch Turbulence. Das ist halt die krasseste Karte, die es gibt. Einfach Set 4. Easy, gar kein Problem. Und die Karte geht jetzt um die 8 Euro. Wahrscheinlich spielen wir ja zweimal 8 Euro. Und die Collector Rare davon kostet 35 Euro das Stück. Die sind auch auf jeden Fall um einiges auf jeden Fall die normale gestiegen. Das muss man auch sagen. Die war ja um die 5 Euro, glaube ich, wenn ich mich täusche. Und dann jetzt ist das ein bisschen teurer geworden. Ja, das ist halt, was soll man sagen? Also Age of Overlord. Allgemein, an sich finde ich das ein super Set, ist das wirklich, also wir haben endlich mal ein Hauptset bekommen, was auch Value mit dabei hat, plus, dass man halt eine neue Meta halt damit haben kann, neue Karten, einfach alles neu, finde ich richtig gut, und das mit dem YCS war schon krass, dass einfach die Abelster Engine so ein krasser Unterschied gemacht hat bei Rescue Ace, dass sie halt wirklich so gut krass geworden sind. Finde ich halt sehr, sehr cool. Aber dennoch ist unsere Meta sehr, sehr divers. Finde ich halt sehr geil. Das, ich feiere sowas halt allgemein. Und ja, lasst mich auf jeden Fall wissen in den Kommentaren, was haltet ihr von den Preisen? Denkt ihr, eine Esperlin Light in Quarter Century wird günstiger oder wird es eher teurer, so wie Exco-Toker um 700 Euro, ganz am Anfang. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert an den Kanal, würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Hau rein und ciao.